Servus Leute, heute möchte ich ein kleines Bushcraft-Bastelprojekt umsetzen. Und zwar hat mich ein Buch dazu inspiriert, und zwar das Advanced Bushcraft-Buch von Dave Canterbury. Ich finde dieses Buch eigentlich ziemlich gelungen. Es fasst halt in kurz knappen Kapitel und Absätzen so ein bisschen auch das einfach zusammen, was er auf seinem YouTube-Kanal immer wieder präsentiert. Manche Themen sind, finde ich, etwas zu kurz gefasst, dass sie jetzt nicht so gut verständlich sind. Wie zum Beispiel das Thema Gerben, wo ich ja, wie es die meisten wahrscheinlich wissen, in dem Buschkraftbuch von Waldhandwerk ein Kapitel unter anderem beigesteuert habe. Falls ihr dieses Buch noch nicht kennt, kann ich es euch natürlich wärmstens ans Herz legen. Ich habe auch schon mal ein Video-Review über dieses Buch gemacht. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Oder hier oben. Okay, ja, welches Projekt darf es heute sein? Und zwar eigentlich was Einfaches, was ich schon lange machen wollte und eigentlich früher schon mal gemacht hatte. Wo ist es? Wo ist es? Ausgefallen. Da ist es. Und zwar eigentlich was ganz Einfaches. Wie mache ich aus einer leeren Konservendose eine Laterne? Und ja, wie mache ich das? Ich habe mir hier einfach einen Fichtenabschnitt geholt, der möglichst den Durchmesser von der Dose hat. Natürlich muss man die vorneweg leer essen. Und jetzt brauche ich nur noch einen Nagel oder was Ähnliches, indem ich ein Muster reinschlage. Ich habe hier jetzt drei verschiedene Forkkörner. Dünn, mittel und etwas dicker und ein Hammer natürlich, und schon geht's los. Hat jetzt vielleicht keine 10 Minuten gedauert, also sowas geht relativ schnell. Ich habe mich jetzt ein bisschen von den Mustern natürlich auch im Buch inspirieren lassen, habe da so einen Vogel reingemacht. Auf die andere Seite sollte so ein indianische Raute etwas sein. Ist jetzt nicht ganz so geworden, wie ich es wollte, aber ja, wird schon passen. Dann natürlich oben zwei etwas größere Löcher, dass man noch einen Drahtbügel reinmachen kann. Ja, und jetzt ist er noch ein bisschen hell. Heute Abend werde ich da einfach mal eine Kerze reinstellen, wenn es dunkel ist. Und dann wird man sehen, wie auch die Kerze Sauerstoff bekommt, beziehungsweise wie das Muster leuchtet. Und da bin ich jetzt mal wirklich gespannt, wie das dann aussieht, wenn es beleuchtet ist. Und ja, schalte ich jetzt mal um auf Nachtmodus. Ich hoffe, das Ergebnis meiner Dosenlaterne hat euch gefallen.
Ich habe schon eine Idee, wie man das etwas ja, noch erweitern kann, dass man wirklich eine Laterne sich aus einer Dose bastelt, mit einem Türchen sogar und auch ein ja, Deckel nicht, ein Dächchen, also dass man sie auch im Freien besser nutzen kann, dass es nicht reinregnet, aber das kommt an anderer Stelle. Soweit, so gut. Das war's mal wieder von mir. Ich möchte mich verabschieden. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Guckt auch unten mal in die Videobeschreibung rein. Da tue ich immer wieder Links von anderen Videos drunter setzen. Oder schaut auch mal hier in der Seite rein. Und wenn ihr natürlich noch nicht abonniert habt, könnt ihr natürlich auch noch gleich meinen Kanal abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Ich bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Servus.